Wenn ihr Fragen zum Zylinder habt, dann gern einen Kommentar unter dem Video. Schreibt uns gern, wir fragen zurück. Wo ist denn eigentlich der Hund hin? Das Iseo Libra Smart, ein digitaler Türzylinder für die Wohnung, das Haus, für einzelne Türen, Büros und so weiter. Sieht so aus, mit einer elektronischen Knaufseite und einem ganz normalen Knauf auf der Innenseite. Den Iseo Libra Smart, den gibt es in verschiedenen Varianten. Und zwar mit der Knaufseite in Edelstahl, in Chrom poliert und in Messing. Und die elektronische Knaufseite in Schwarz, in Weiß oder in Silber. Er ist relativ einfach zu bedienen. Er funktioniert mit einem Mastercard-Set. Damit könnt ihr den Zylinder programmieren. Er benötigt, oder ihr könnt dazu eine App nutzen, die würde mit Bluetooth kommunizieren mit dem Zylinder. Muss also im Bluetooth-Bereich zum Zylinder bleiben, um programmiert zu werden. Und wir wollen jetzt mal schauen, was wir hier alles mit dem Zylinder machen können. Das Wichtigste am Anfang, der Zylinder hat eine kleine Batterie, die im Lieferumfang enthalten ist. Die setzt man ein in die elektronische Außenseite. Das Werkzeug zum Lösen des Kopfes, ihr setzt das an und könnt dann den Zylinderkopf abhebeln und die Batterie einsetzen. Die ist jetzt bei uns schon eingesetzt. Relativ einfach, ist alles bei uns im Starter-Set enthalten. Ansonsten könnt ihr den Zylinder programmieren, natürlich mit einem Iseo-Transponder. Wenn ihr aber sagt, ihr habt noch andere im Einsatz, könnt ihr jeden x-beliebigen Transponder programmieren und der kann den Zylinder auch bedienen. Wie ihr seht, ich habe ihn jetzt angehalten, er hat grün geblinkt. Der Zylinder ist noch im Werkseinstellung. Jeder Transponder kann ihn jetzt bedienen. Ja, ist er eben noch nicht programmiert, deswegen geht es mit allem. Wir wollen ihn jetzt mal programmieren. Dazu müssen wir den Zylinder jetzt mal in den Einstellungsmodus versetzen. Wir haben drei Masterkarten dazu bekommen. Warum drei? Wenn die erste weg ist, habt ihr noch eine zweite. Wenn die zweite weg ist, habt ihr noch eine dritte. Dann wird es kritisch. Ihr könnt mit der dritten aber wieder ein neues Masterkartenset anlernen. Also die erste Masterkarte vorhalten. Damit geht der Zylinder in den Programmiermodus. Woran sehe ich das? Und zwar auf der Argo-App von Iseo. Dort kann man den Zylinder schon sehen und man sieht, dass er jetzt im Programmiermodus ist, also rot ist. Und wir werden den jetzt mal fertig einrichten. Geht relativ fix, wir können hier einen Namen vergeben. Ich drücke jetzt einfach mal fertig und habe mir jetzt, oder mich als Nutzer oder das Smartphone als Nutzer angelegt und kann jetzt hier diverse Einstellungen für den Nutzer vornehmen, Zeitsteuerung, was auch immer. Und bin jetzt mal wieder zurückgegangen zur Übersicht. Der Zylinder ist jetzt wieder nicht mehr im Programmiermodus. Und wir schauen mal, was er jetzt mit den Transpondern macht, die noch nicht angelernt sind. Die werden alle verweigert. So, jetzt wollen wir die mal anlernen. Wir brauchen wieder unsere Masterkarte, die Nummer 1. Halten die vor. In der App sehen wir, der Zylinder ist jetzt wieder im Programmiermodus. Wir halten den Transponder vor. Blinkt grün. Wir halten den anderen vor, blinkt auch grün. Und warten, bis der Zylinder wieder aus dem Programmiermodus ist oder tun in der App sozusagen den Programmiermodus beenden. So, das haben wir gemacht. Er ist jetzt nicht mehr im Programmiermodus. Wir können drehen, wie wir wollen. Er ist nicht geöffnet. Und halten jetzt den ersten Transponder vor und sehen, funktioniert. Und wir halten den zweiten vor. Gut. So, und der funktioniert auch. Jetzt haben wir unsere zwei Nutzer angelegt. Die wollen wir jetzt noch ein bisschen umbenennen. Deswegen gehen wir wieder in die App und sagen dem Zylinder, wir wollen wieder programmieren. Und der Zylinder ist wieder im Programmiermodus. Wir gehen rein, schauen uns die Nutzer an und können jetzt hier diverse Namen vergeben, weil ich kann jetzt die zwei Transponder noch gar nicht unterscheiden. Ich würde aber jetzt mal einen davon einfach mal deaktivieren. So, das haben wir geschafft und beenden den Programmiermodus und schauen jetzt mal, welcher Transponder hier noch freigegeben ist. Okay, der ist noch freigegeben und jetzt schauen wir mal den anderen. Und den haben wir gelöscht. So einfach sind Nutzer anzulegen und wieder zu löschen. Bis zu 300 Nutzer verträgt der Zylinder. Das sollte für jeglichen Gebrauch bestens geeignet sein. Ansonsten kann man natürlich auch alle anderen RFID-Medien sowie eine Karte beschreiben und nutzen. Geläufig wird natürlich sein, dass man es mit dem Handy nutzt oder mit so einem Transponder, der man am Schlüssel trägt, weil das einfach praktisch ist. Wie gesagt, es müssen nicht die Transponder von Iseo sein, es können auch von anderen Herstellern die Transponder sein, funktioniert alles bestens. Wer den Zylinder aus der Ferne warten und einstellen möchte und öffnen möchte, der braucht natürlich noch eine Erweiterung, und zwar ein Gateway. Das kann man dazu kaufen und damit kann man aus der Ferne nicht außerhalb vom Bluetooth-Bereich eben den Zylinder auch steuern. Aber ich denke, für den normalen Gebrauch ist das nicht notwendig. Für eine Tür kann man mit der App problemlos an die Tür rantreten im Bluetooth-Bereich und alles einstellen und ändern. Der Iseo Libra Smart ist ein digitaler Zylinder, der
einfach zu bedienen ist, einfach einzurichten ist, aber doch schon höchsten Anforderungen entspricht. Er kann in kleineren Büros, in Wohnungen, in Häusern zum Einsatz gebracht werden. Es können mit der App mehrere Zylinder verwaltet werden, sofern man im Bluetooth-Bereich ist. Die App ist sehr intuitiv und lässt sich sehr einfach bedienen und einrichten. Den Zylinder gibt es in verschiedenen Färbungen, damit passt er auch an jede Tür und in jeden Flur. Und ja, ansonsten schaut bei uns im Shop, wir haben ein Starterpaket, wo dann auch die Batteriewechselwerkzeuge dabei sind. Wenn ihr Fragen zum Zylinder habt, dann gern unter dem Video in den Kommentaren oder ihr kommt bei uns in den Shop und stellt uns im Chat eine Frage, schreibt uns eine E-Mail, ruft uns an. Wir helfen euch gern. Ansonsten viel Spaß mit dem Zylinder und viel Spaß bei unseren nächsten Videos. Macht's gut. Besser wird's nicht.